Hallihallo und willkommen zu einer neuen Comic-Review. Heute mit Astonishing X-Men 1 und 2. Ich habe jetzt nur die ersten zwei Bände gelesen, obwohl es auch einen dritten gab, aber ich wollte es nur erstmal klein halten. Ja, Astonishing X-Men 1, tödliches Spiel, hat hier Astonishing X-Men 1 bis 6 beinhaltet. Ja, der Autor ist Charles Soule und sein Name wird Jim Chung. Das ist gut. Kann man ja auch an vielen anderen Comics eigentlich so. Mike Deodato Jr. ist top. Gefällt mir immer eigentlich. Ed McGuinness ist okay. Kennt man auch Spider-Man. Carlos Pacheco ist gut. Und Ramon Rosanas ist auch nur okay. Und Michael Del Mundo ist dann doch schlecht. Aber ja, ist doch schon. Also, wir haben hier vergleichsweise doch ganz nette Zeichnungen. Das Team besteht hier aus Oldman Logan, also der ist bei Gold und auch Astonishing dabei. Dann haben wir Gambit, Psylocke, Rogue, Mystique, Bishop, Angel und Phantomax. Phantomax kann ich eigentlich gar nicht, aber ist auch ganz okay. Ja, Psylocke wurde von den Shadow King, der hier als Gegner kommt, manipuliert und hat einen Angriff in London gestartet. Und um den Shadow King zu besiegen, muss Psylocke dann die X-Men dann halt zu ihm schicken, an diese Astralebene oder wie das genau war. Ich weiß gar nicht, was es nochmal genannt hat. Schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr das jetzt noch wisst. Ja, und da wartet auch noch eine Überraschung. Ohne jetzt viel zu spoilern, obwohl ich diesen Spoiler im zweiten Band machen muss, darum vorsichtig dann schon mal für den zweiten Band, würde ich dann aber nochmal eben sagen. Aber hier möchte ich auch noch nichts dazu sagen. Draußen versucht man dann die Mutanten, die als Bedrohung gesehen werden, denn da hat gerade einen Angriff in London zu starten, werden die halt als Bedrohung gesehen und unter Kontrolle zu bringen. Die X-Men werden Illusionen ausgesetzt, die interessant sind, kann man so sagen. Und ja, es ist wie in so einem Schachspiel praktisch aufgebaut, wo man Schritt zu Schritt den jeweiligen Move macht. Also, ja, war unterhaltsam, hat Spaß gemacht, muss man sagen. Auch Shadow King fand ich cool, dass man den jetzt hier mal als Antagonist hat. Ich glaube, ich hatte den eigentlich den Comics noch nie. Ich kenne ihn eigentlich nur aus Legion. Und war schön, ihn auch hier zu sehen. Und fand ihn auch ganz interessant, jetzt im Vergleich zu Figuren wie Mojo oder so. Ist das ja wirklich schon wieder einer der besseren X-Men-Gegner. Jetzt nicht unbedingt Magneto oder Apocalypse, aber doch ganz cool eigentlich. Und ja, hat mich unterhalten. Auch die Gruppe gefällt mir am meisten dann auch so mit sowas wie Gambit und Rogue natürlich als eine Art Pärchen, die aber halt doch nicht irgendwie richtig zusammen sein können. Psylocke finde ich ganz cool. Logan ist immer eigentlich cool. Bishop, weiß ich nicht, finde ich einfach nur so vorhanden. Ist nicht so cool, finde ich. Und Angel hat ja auch seine interessanten Sachen. Und hat mich unterhalten. Darum, hier, 8 von 10 natürlich einfach ordentlich, ja. Dann kommen wir zu Astonishing X-Men 2, ein Mann namens X. Darin ist Astonishing X-Men 7 bis 12 beinhaltet. Autor ist Charles Soule. Zeichner haben wir hier viele unterschiedliche, die aber alle nur okay sind. Da waren die Zeichnungen im ersten Band dann doch besser. Schade, aber so ist das leider. Ich habe sowieso bei den X-Men gefühlt, dass da so viele Zeichner dabei sind. Da ist kaum was sehr kontinuierlich. Das ist immer so, jedes Heft gefühlt ein anderer Zeichner. Das weiß ich nicht. Wirkt irgendwie seltsam, dass da irgendwie keiner Bock hat, da richtig zu zeichnen, ich weiß nicht. Ja, es gilt, das Problem in London immer noch zu lösen. Jetzt kommen wir zu diesem Spoiler-Ding nochmal. Darum, wer gar nicht wissen möchte, was in die Überraschung dann praktisch für den ersten Band ist, sollte vielleicht vorskippen oder so. Denn ich werde jetzt spoilern. Denn im ersten Band haben wir ja herausgefunden, dass Shadow King da auch Charles Xavier bei sich hat. Und der hat jetzt mit Phantomax anscheinend eine Abmachung getroffen und seinen Körper übernommen. Und er möchte jetzt nur noch X genannt werden. Nicht mehr Charles Xavier, weil er fühlt sich nicht mehr so wie Charles Xavier. Er hat das Gefühl, er hat jetzt wirklich einen Neubeginn und möchte deswegen X genannt werden. Darum auch den Titel Ein Mann namens X. Nun kann es so weitergehen, sagen wir mal so. Ja, die Frage ist nun, kann man diesenjenigen dann halt auch vertrauen oder ist das doch vielleicht nur eine Täuschung? Das ist dann halt die Frage hier. Dieser hat auch für alle ein Geschenk, dann taucht aber auch ein neues Problem auf. Proteus ist wieder da. Kann ich nicht, keine Ahnung, aber irgendwie scheint der da irgendwie alle da, der bekannt zu sein. Zum Ende kommt dann noch ein Gegner, den wir vor kurzem erst hatten, sagen wir mal so, ohne jetzt noch mehr zu spoilern. Das mit Axe und den jeweiligen Geschenken war interessant
Und ja, den Gegner fand ich jetzt aber nicht so doll, beziehungsweise war dann halt schon genutzt, sagen wir mal so. Es ist gut gewesen, hat weiterhin Spaß gemacht. Ich würde aber doch sagen, dass er etwas schwächer ist als der erste. Ich bin aber trotzdem, glaube ich, so gut möglich und würde ihn trotzdem so eine 8 von 10 trotzdem gönnen wollen. Ja, bis dato, ja, scheint so Astonishing X-Men und X-Men Gold besser zu sein als X-Men Blue. Aber ja, trotzdem irgendwie alles recht unterhaltsam, alles so auf so ein 7, zwischen 7 und 8 von 10. Also nichts mega schlecht, aber auch nichts überragend. Alles so ganz gut, kann man so lesen. Als X-Men-Fan hat man wahrscheinlich weiterhin einfach Spaß. Und ja, wenn ihr die beiden Seiten schon gelesen habt, schreibt in die Kommentare, was ihr von Astonishing X-Men haltet, von den Figuren in der Gruppe, was haltet ihr von der Story, was haltet ihr vom Shadow King, was haltet ihr von dieser Überraschung, die da drin ist. Und so weiter und so fort. Und das soll es dann auch von mir auf dieser Seite gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.